Das Imperium hatte nicht nur die uns bekannten Kampfläufer wie den AT-ST oder den AT-AT, nein, auch schwer gepanzerte Bollwerkfahrzeuge wie den Imperial Marauder. Ein massiver, schwerer Klotz, der mit Leichtigkeit und Wendigkeit über dem Boden schwebt, mit vier Geschützen und eine dicke, fette, schwere Doppelkanone auf dem Dach. Wahnsinn, was da die imperialen Ingenieure ausgetüftelt haben. Würde ich sofort auf Kredit bei Autoscout24 kaufen. Dieses Gefährt sehen wir in der zweiten Staffel aus Mandalorian in Aktion und das ist so toll, dass Lego diese Maschine in die Lego Star Wars Welt gebracht hat. Nicht immer nur die generischen imperialen Kampfläufer, nein, auch mal solche panzerähnlichen Kampffahrzeuge gehören in das imperiale Militärrepertoire. Das Set mit der Artikelnummer 75311 kostet UVP 39,99, umfasst 478 Teile. Eine 98-seitige Anleitung ist enthalten, sowie auch vier Minifiguren. Dazu gehört eine neue Stormtrooper-Figur, den Artillerie-Stormtrooper, der mit einer Art Mörser ausgestattet ist. Neben dem Artillerie-Trooper sind zwei, ja, generische normale Stormtrooper und eine Greef-Karga-Figur mit am Start, so wie wir hier sehen können. Und hier sehen wir jetzt den Artillery Stormtrooper, ist auf jeden Fall der erste Stormtrooper, der so eine farbliche Erkennung hat. Gefällt mir auf jeden Fall echt richtig gut, finde ich echt klasse, dass man mal sowas rausgebracht hat. Ja, kann ich mir nichts dazu sagen, also finde ich richtig gut, schöne Figur. Der Aufbau gestaltet sich als abwechslungsreich und nicht langweilig. Sich wiederholende Bauschritte sind, glaube ich, nur viermal vorhanden gewesen, die aber nur ein paar kleine Teile beinhaltet haben. Da hat das Bauen der Maschine schon seinen Spaß gehabt. Hier ab dem Part ist mir aufgefallen, eben, dass die seitlichen Geschützen ziemlich locker und lose da dranhängen und ja, ab und an mal, wenn man es neigt, dass die sich dann halt immer dann wächst der Schwerkraft natürlich verschieben und drehen. Ja, vielleicht hätte man das anders machen können, aber so oft passiert es jetzt nicht. Für mich ist es jetzt neu gewesen, aber ich finde es auf jeden Fall echt cool, dass es jetzt auch dann eben so schwarzhäutige Stormtrooper auch jetzt gibt und auch natürlich dann den weiblichen Part mit enthalten ist. Finde ich auf jeden Fall echt cool und ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr. Super an dem Set sind viele Türen, Luken, die geöffnet werden können und dieses Set hat keinen einzigen Aufkleber. Selbst die Frachtkästen sind bedruckt. Die einzigen zwei Nachteile an dem Set, finde ich, sind zum einen die sichtbaren hässlichen Stud-Shooter-Geschosse und dass die Figuren nicht wirklich von der Größe her in die seitlichen Türen hineinpassen. Das stimmt so nicht ganz, wie sie das hier auf diesem Bild werben. Ansonsten ist der Marauder ein schöner grauer Klotz, der durchaus seine Masse in der Haptik hat, was mir sehr gefällt. Ebenso die Funktionalität als ein bedingt nutzbarer Truppentransporter, jedoch hauptsächlich mehr als ein mobil gut gepanzerter Frachter mit gefährlichen Geschützen. Zum Fazit kann ich sagen, mir gefällt der Marauder auf alle Fälle total. Erst hatte es mir optisch auf der Verpackung nicht wirklich angesprochen, aber viele zeigen auf Instagram, wie toll sie dieses Set finden
Und da wollte ich dann dem Ganzen mal eine Chance geben und bereue es auf keinen Fall jetzt. Nein, ich würde mir sogar einen zweiten besorgen und eventuell den in den Imperial Troop Transport aus der Star Wars Rebels Serie versuchen umzubauen. Für 39,99 UVP auf der Lego-Seite ist es natürlich zu teuer. Da ist der aktuelle Preis bei vielen Händlern mit um die 30 Euro eher der angemessene, richtige Preis dafür. Auf eBay findet man sogar Anzeigen von um die 20 bis 25 Euro und natürlich meist gebraucht in dem Fall. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hoffentlich hat euch auch dieser Carbon-Style gefallen und würde mich über ein Like und ein Abo natürlich freuen. Schaut auch gerne auf mein Instagram-Profil vorbei. Dort poste ich ein paar Lego-Fotografie-Fotos. In dem Sinne, bis dahin und bis zum nächsten Mal.